Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Eine Schülerin fragte mich kürzlich, stimmt es wirklich, dass du jeden Morgen um 5 Uhr aufstehst? Ja, habe ich gesagt, natürlich, wenn ich in Maria Lach bin, stehe ich um 5 Uhr auf und bereite mich auf das erste Gebet des Tages vor. Natürlich kann es auch passieren, dass ich mal verpenne und natürlich bin ich auch mal außerhalb des Klosters, in Ferien, auf einer Dienstreise oder sonst irgendwo und kann vielleicht etwas später aufstehen. Das Wichtige ist doch aber, dass wir darauf vertrauen, dass die ganze Welt umspannt ist von einem Netz des Gebetes. Überall, in jeder Zeitzone stehen an jedem Morgen neu nicht nur die Mönche und Nonnen auf, sondern so viele geistlich lebende Menschen, Männer und Frauen des Gebetes, die ihren Tag mit einem Gebet beginnen, ein Gebet für alle Menschen. Es ist ein Netzwerk, das diese Welt trägt und hält in allen großen Nöten und Sorgen. Im Evangelium heißt es einmal, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Das ist der Grund, warum auch wir morgens aufstehen und als erste Handlung des Tages nicht irgendwie an den Schreibtisch gehen, nicht spazieren gehen oder Sport machen, sondern in die Kirche gehen, zu Jesus, um mit ihm zu sein, bei ihm zu sein und für alle Menschen zu beten. Darauf dürft ihr euch verlassen, dass dieses Netzwerk diese Welt trägt und hält. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, am Morgen, am Mittag und am Abend betet die Welt zu dir, vereint in einem Netz des Gebetes. In jedem Moment unseres Tages, durch alle Zeitzonen hinweg, rund um den Globus, beten Menschen und tragen diese Welt, deine Schöpfung im Gebet mit. Wir danken dir für so viele Frauen und Männer, die uns im Gebet tragen und bitten dich, lass auch unser Gebet in diese große Melodie des Gebetes einstimmen und hilf, dass wir nicht müde darin werden, dich im Gebet zu bitten, uns zu tragen und zu leiten. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.